Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Kirby Space Program Version 1.0, wie man hier unten rechts sieht. Also, das ist vor wenigen Minuten oder vor einer halben Stunde freigeschaltet worden. Endlich nach 4,5 Jahren ist das Spiel aus der Beta mit Early Access. Es hat auch einen Haufen neuer Features jetzt in dieser Version 1 gekriegt. Also ich schätze, es wird sehr schnell Version 1.0.1 oder sowas werden, weil da man sich in der Regel ein paar Bugs dabei einfängt. Gut, das Spiel war jetzt schon der Beta-Kult. Ich habe es dann auch eine Weile angespielt. Ich hoffe deswegen, ich erspare mir jetzt mal die Tutorials. Ich habe es jetzt eine Weile nicht mehr gespielt, aber ich denke, in einen Orbit komme ich noch und ja. Oh, hier schwebt auch der Mond vorbei. Ja, wer das gar nicht kennt, Kerbal Space Program, worum geht's? Kerbals sind kleine grüne Männchen und jetzt auch gibt's auch weibliche. Das war ein Feature, was noch verlangt wurde. Das ist Valentina. Bin danach der ersten Frau im Weltall. Es gibt nicht nur Valentina, sondern aber halt den Look auch für weibliche Kerbals sind auch drin. Wurde verlangt. Ich weiß nicht, ob das im Grunde wirklich freudig ist für Frauen, sie auch aufzunehmen, weil die Kerbals oftmals einen grausamen Tod sterben. Aber wurde halt verlangt. Gut. Also die Kerbals sind ganz Weltraum begeistert und damit machen wir gleich ihr erstes Raumfahrtprogramm. Die haben sogar der Planet Kerbal, der da im Hintergrund schwebt, hat sogar zwei Monde. Man darf also das Raumfahrtprogramm aufziehen. Karrieremodus gibt es jetzt auch. Wissenschaftspunkte, um mehr Teile freizuschalten für die besseren Raketen und muss auch sein Geld managen. Ich habe es eigentlich nur gespielt, wo ich nur die Wissenschaftspunkte freischalten musste, um bessere Teile zu kriegen. Aber ich werde jetzt eine neue Karriere gleich starten. Dann fangen wir mal an und ja, ist aber auch so ein Spiel, wo es normal ist, mal zu sagen, den Flug machen wir rückgängig zurück zum letzten Speicherpunkt, denn es reicht ja eine Kleinigkeit, die man falsch baut in seiner Rakete, damit einem das Ding um die Ohren fliegt und dann wäre man halt gleich pleite, wenn man das hier im Iron Man-Style spielt. Ich erzähle ja mehr Details im Flug. Gut, das ist genau Sandbox, da hat man alle Teile, aber da ist man auch etwas überwältigend überfordert mit der Masse, was auch zusammenpasst und so. Jo, das ist mein Lieblingspseudonym für Spiele. Isidus, ich weiß, der YouTube-Kanal hat noch mein älteres Pseudonym. Jo, und wir nehmen mal mit den Karrieremodus mit. Ich weiß auch nicht, ob ich ein komplettes Let's Play Playthrough mache oder nur, vielleicht zeige ich auch nur mal Highlights. Aber auf jeden Fall den Anfang, den zeige ich auf jeden Fall. Oh, was gibt's hier an Optionen? Ach, herrje. Das... Also, ich habe schon vorher schon Videos gesehen, die Aerodynamik soll es realistischer sein. Und es gibt auch Hitzeschilde neu. Das heißt aber auch voll, dass das tatsächlich ein Problem werden kann, die Hitze beim Wiedereintritt. Re-Entry Heating, also 100%. Bisher war Kirby Space Program da sehr, sehr großzügig, was einem verziehen wurde. Also, da kam man von weit draußen rein und man konnte die Atmosphäre eigentlich ziemlich ohne Probleme immer als Bremse benutzen und den Fallschirm auch viel zu früh schon draußen hängen lassen. Die Lowry wird, ja, wir dürfen Flüge rückgängig machen. Vermisste Crew respawned, erscheint wieder. Ja, wir lassen das mal einfach so, wie es gerade ist. Welcome to the Space Center. Willkommen beim Weltall Center. Also wenn ich schon auf Deutsch insgesamt kommentiere, dann übersetze ich doch mal, was da steht. Es wird auch bestimmt haufenweise, und es gibt ja schon von der Beta haufenweise, schöne Let's Plays auf Englisch. Ich bin großer Fan von Scott Manley, schottischer Astronom und Computerspieler, der immer Weltallspiele vorstellt. Sehr schön zu hören. Und ja, nett dich zu treffen. Ich bin Gene Kerman, Flugdirektor und der Guide für die schnelle Einführung. Das ist Space Center, genau. Mit der rechten Maustaste können wir die Kamera bewegen oder mit den Pfeiltasten. Okay. Rechtsklick auf einzelne Gebäude gibt mehr Infos. Mit einem Linksklick können wir reinschauen. Danke. Gut. Jetzt habe ich neulich mal reingeschaut, dass ich nicht überrascht bin. Jetzt haben die Gebäude Ausbaustufen. Das war früher in der Beta nicht der Fall. Hier ist die Startrampe zum Beispiel, das Launchpad. Ja, wir sind relativ zuverlässig. Ich finde, dass es sicher genug weg ist von allem anderen, um sicher zu sein. Ja, aber das Ding tatsächlich ist halt neu. Man muss es upgraden, damit es auch schwere Raketen treiben kann. Momentan haben wir ein Startgewicht von 18 Tonnen maximal.
Was Schweres darf der momentan nicht starten. Und auch eine Größenbegrenzung. 20 Meter und 21,2 Meter. Jetzt weiß ich nicht, ob das eine die Höhe ist und das andere der Durchmesser. Oder ob das Länge und Breite sind. Hier mit Upgrade. Ah, geht gleich eine 140 Tonnen Rakete. Also wie ich das mal kurz angespielt habe, musste ich sehr schnell ausbauen. So, dann gehen wir mal durch. Das Ding brauchen wir später. Es gibt da einen Flugzeughangar. Man kann später auch Flugzeuge bauen, aber in diesem Spiel... Ups, ich wollte gar nicht rein. Gut. Da kann man später Flugzeug konstruieren, momentan haben wir die Teile dafür gar nicht. Genau, das ist nämlich hier ganz ähnlich, da bauen wir gleich eine Rakete, aber da muss ich eh gleich hin. Und, ach jetzt, ich schnell reingegangen. Ja, was ein bisschen unrealistisch im Spiel ist, man fängt gleich mit bemannter Raumfahrt an. Die ganze Technik, um später per Funk Raumschiff fernsteuern zu können, hat man nämlich noch nicht. In der Realität war es ja eigentlich eher so, erst gab es immer Flugzeuge für höhere Atmosphäre mit Testpiloten und dann unbemannte Raumfahrt und dann kamen erst die bemannten Raketen, aber die Kerbals sind halt sehr mutige kleine Wesen. Gut, das ist hier Mission Control. Das müssen wir mal sehen, da gibt es nämlich Verträge seit einer Weile. Ja, danke, das ist Gene Kerman, der Kerl hier. Und Verträge wurden eingeführt. Man kann zwei Stück haben. Launch our first vessel gibt es als ersten Vertrag. Während wir aufgeräumt haben nach nicht geplanten, hochanspruchsvollen Belastungstests, haben einige Reporter da eine interessante Frage aufgeworfen. Genau, wir möchten offiziell das Weltraumprogramm mit einem Knall starten. Einen sehr kontrollierten Knall, bevorzugterweise. Gibt kaum Prestige, was trivial ist. Gut, dafür kriegen wir dann, ja, das ist die Währung dieses, ich finde, das sieht aus wie ein Wurzelzeichen. Aber ist wohl ein Dollarzeichen, sowas. Äquivalent ist jedenfalls hier ein Dollarzeichen. Genau, es gibt ein bisschen Wissenschaftspunkte und ein bisschen Ruf. Den nehmen wir natürlich an. Und einen weiteren können wir nehmen, entweder der Atmosphäre entkommen. 70.000 Meter ist die Grenze der Atmosphäre. Ich glaube, das ist sogar realistisch. Oder, also Kerbal ist insgesamt kleiner als die Erde. Der ganze Planet hat nur ein Zehntel des Durchmessers wie die Erde, damit man auch mit Flugzeugen das mal relativ schnell umrunden kann, ohne die ganze Zeit im Zeitraffer zu fliegen. Na gut, selbst mit Zeitraffer dauert das, glaube ich, ein paar Stunden. Also ich meine, selbst mit einem kleinen Planeten dauert es ein paar Stunden und man braucht trotzdem Zeitraffer, aber eine höhere Zeitrafferstufe ist, wenn man so ein Flugzeug tatsächlich die ganze Zeit ein bisschen kontrolliert steuern muss, und natürlich ungünstig. Ab 70.000 Meter schaffen wir mit der Starttechnik gar nicht. Wissenschaftliche Daten sammeln. Ein Crew-Report vor dem Start nehmen. Ist fein, wenn die Lichter auf dem Control-Panel ein bisschen blinken. Einfach gegentreten. Okay, das können wir auf jeden Fall gleich machen. Die ist dann wohl auch gedacht für den Erstflug. Gut, damit kriegen wir gleich schon ein bisschen Einnahmen. Das war das Gebäude. Das brauchen wir später, die Tracking Station, wenn wir tatsächlich Objekte im Weltall haben, dass wir die wiederfinden. Das zeige ich euch wahrscheinlich eine ganze Weile nicht mehr. Das ist Forschung und Entwicklung. Ja, da muss ich mal reinschauen. Haben wir schon Science-Punkte? Also hier gibt es natürlich... Wow. Hier muss man seine Wissenschaftspunkte reinstecken. Hier, Science, Wissenschaft. Gut, wir starten mit 0. Also wir haben hier wirklich nur am Anfang die Startteile. Und ja, das ist wie gewohnt in der Beta. Eine Kapsel für einen Astronauten. Ein Feststoffbooster mit festem Treibstoff. Die haben halt den Nachteil, man kann sie nicht regeln oder abstellen. Oh, das ist auch gleich drin. Und zum wissenschaftlichen Datensammeln
Mystery Goo Containment Unit, also für geheimnisvollen Schleim. Wie im Text auch steht, das haben wir. Ah, stand früher ein anderer Text, aber stand halt, das haben wir an der Straße irgendwo gefunden, aber. This unit was something one of our engineers came upon while dumpster diving by researching alternative applications for existing technologies. Ja, also wollten sowas entsorgen. Gut, da können wir schon mal ein bisschen. Könnten wir Gitter bauen? Und wir haben den Fallschirm. Unser erster Kerbal-Pilot hat also eine Überlebenschance. Das Problem hauptsächlich ist, wir haben noch nichts, um Stufen nachher zu trennen. Das kommt erst später. Basic Rocketry. Da auch nicht. Und wir haben auch nur Feststoffrakete am Anfang. Da kommt ein Stack-Decoupler. Das ist, damit kann man eine mehrstufige Rakete erst bauen. Das heißt, auch die erste Rakete darf nicht zu schwer sein, denn der Fallschirm muss das, der Fallschirm muss das dann so sehr verlangsamen, dass unser Astronaut den Aufschlag auf der Erde überlebt. Apropos Astronauten, ja, den gibt es hier. Und das ist neu, dass die Attribute von denen überhaupt was machen. Also die haben hier zwei Attribute, Mut und Dummheit. Ich glaube, die haben keine Wirkung, aber es gibt jetzt hier Erfahrungspunkte und Kategorien. Also ein Pilot macht das Steuern des Schiffs ein bisschen einfacher, ein Ingenieur kann kaputte Teile reparieren. Ein Wissenschaftler gibt mehr Wissenschaftspunkte, das ist hier am interessantesten. Das erste Ding, da gibt es eh nicht viel zu steuern. Also werde ich wahrscheinlich hier den einen Wissenschaftler, den ich schon habe, Bob reinsetzen. Bob Kerman. Oh, und mehr anfordern, das dürfen wir jetzt auch gar nicht, naja. Müssen sie halt nicht gleich alle auf einmal umbringen. Haben wir alles? Was ist das? Oh, ja, da gibt es noch ein bisschen Strategien, dass man hier ja seine Ressourcen ein bisschen verteilt. Zum Beispiel, man verkauft seine Wissenschaftsdaten und kriegt dafür mehr Geld. Also es kostet Wissenschaftspunkte. Also effektiv wandelt es Wissenschaftspunkte in Geld um, in Funding. Bailout Grant. So, öffentlichen Darlehen aufnehmen. Kostet ganz viel Ruf, bringt ganz viel Geld. Das ist. Verzeihungszahlen. Die anderen Strategien kosten zu starten, sowas wie Open Source Tech Program. Kostet ein bisschen Wissenschaftspunkte, weil dann jeder mit reinredet. Gibt mehr Ruf, als wenn man öffentlicher arbeitet. Naja, und so weiter. Aggressive Negotiation. Ich habe noch aggressive Verhandlungen gesehen. Wahrscheinlich darf man die Zulieferer unter Druck setzen. Gut, dann bauen wir unsere erste Rakete. Also hier sind die Kategorien der Teile, da oben haben wir halt Pods, da haben wir hier nur dieses, die Mark I Comment Pod. Steht die Masse bei, wie viel Luftwiderstand und so weiter. Crash Tolerance, oh, das ist mal eine Zahl, die ich mir merken sollte. Also das Ding hält 14 Meter pro Sekunde aus. Wen es interessiert, was es in Kilometer pro Stunde ist, das muss man dann mit 3,6 multiplizieren. Also so. Also zwischen 50 und 60 Kilometern pro Stunde. 2400 Grad Celsius hält sie aus einer Crew. Und bringt aber auch elektrische Ladung mit. Was haben wir denn zur Auswahl? Ja, wir haben hier nur diesen Feststoffbooster. Gitter, da können wir natürlich was Gewagteres dann zusammenbauen. Der Fallschirm. Ob weit wird er damit nicht kommen? Also in der Beta konnte man noch auch schon mal ein
eine Flüssigtreibstoffrakete ranbauen, ein bisschen größer. Damit kam das Ding ein bisschen höher. Also die Frage, baue ich noch so ein Ding ran, aber... Kann ich, während ich am Fallschirm hänge, mal den Schleim untersuchen, um ein paar Wissenschaftspunkte zu sammeln. Ah, wie nennen wir die? Unser erstes Raumschiff. Ach komm. Enterprise natürlich. Crew. Wie gesagt, ich will mehr Wissenschaftspunkte. Also setzen wir Bob rein. Ich finde sowieso, Wissenschaftler sind die wichtigsten. Das Fenster hier auch wieder zumachen. Das wäre super duper. Achso, und hier haben wir noch, müssen wir vorplanen, die verschiedenen Stages, also was sagt man da auf Deutsch zu? Weiß ich jetzt echt nicht, was man auf Deutsch sagt. Also verschiedenen Stufen, verschiedenen Stadien, wenn man die Leertaste haut, während des Fluges startet man halt automatisch nächsten Stage. Momentan habe ich hier Auslösen des Fallschirms und startende Rakete im gleichen. Das ist natürlich Quatsch. Deswegen fügen wir einen hinzu. So, dann ist halt... Dann fangen wir halt an damit mit der Rakete und dann wird der Fallschirm ausgelöst. Ah, da gibt es einen Überblick. 4 von 30 Teilen verbaut, 2,2 Tonnen von erlaubten 18 Tonnen. Höhe 3 von 20 Metern, Weite 1,3 von 15 Metern und so weiter. Also ist er viel zu klein. Schusserverity. Oh, erstes Wessel sollte 3500 Meter mindestens erreichen. Ah ne, das sind, solche Rekorde sind jetzt eingebaut. Da braucht man keinen extra Vertrag mehr, das hatte ich gelesen. Kann ich schlecht lesen, weil von meinem Video Capture, von meiner Video Capture Software da ein kleines Statusfenster drüber ist. Ich glaube, ich speichere das Design mal. Gehen wir also zur Startrampe. Okay, jetzt muss ich mich an die Tastenbelegung erinnern. Man sieht mal unten in der Mitte da mein Display mit R, ja, da kann ich Reaction Control System starten. Das bringt aber nur was, wenn wir irgendwelche kleinen Schubkontrolldüsen haben. SAS wollte ich anschalten mit der Taste T, das ist ein Stabilisator, aber keins der Module hat irgendein Stabilisator. Deshalb, deswegen der Text. Enterprise has no operational SAS modules and no pilots aboard. Wir haben noch einen Piloten hier. Wir haben Bob. Ich kann den Schub verstellen. Das haben sie immer noch nicht gefixt. Schub ist eigentlich mit Z und X gedacht, weil auf der amerikanischen Tastatur Z und X nebeneinander liegen. Und da haben sie nicht bedacht, wie der deutsche Tastaturen Z und Y sind vertauscht. Achso, aber ich kann zumindest zwischen Vollschub und kann ich die Feststoffrakete mal stoppen? Ich glaube, das geht in echt nicht. Okay. Aber machen wir es nicht so spannend. Aber hier muss ich nochmal raufklicken, den Crew Report holen. Genau. Bob sagt mal, was er so meint, wie das so schön blinkt. Ja, Bob unten rechts sehen wir übrigens, er freut sich schon. Ja. Gut. Und mit Space geht's los. Go. Hätte das Ding für stabiler gehalten. Aber wenigstens werden wir nicht auf unserer eigenen Basis runterschlagen. Wir steigen noch 3600 Meter, 3700, 3800. Wir steigen und wir haben die maximale Höhe erreicht und
Dann können wir mal hier diesen Schleim untersuchen. Der Schleim wackelt und wobbelt, während es fliegt. Können wir die Daten mal behalten? Oh, ich hätte sie sogar übertragen können, wo ich keine Antenne habe. Die Frage ist, wenn ich den Fallschirm aufmache, da wird es beschleunigt, mache ich ihn mal auf. Der Fallschirm, der bleibt so in dem. Der hat irgendwie eine feste Höhe von ein paar hundert Metern, in dem man richtig aufspannt. Was wichtig zu wissen ist, wenn man mal irgendwie über dem Gebirge runterkommt, weil da diese eingestellte Höhe, wo er sich richtig entfaltet, dann eventuell zu niedrig ist. Genau, 500 Meter, das kann man halt feststellen. Cut Parachute, das wäre jetzt, glaube ich. Das würde Bob nicht so gerne sehen. Ich habe auf Bobs Gesicht geachtet, bei dem etwas wilden Flug eben. Können wir noch einen Crew Report aufnehmen? Wie fühlt er sich gerade? Nee, wir können nur einen behalten. Kann auch die Zeit beschleunigen hier in dem Spiel. So, ich mach mal Faktor 10 dazu. So, wieder normale Zeit. Und sehr schön. Dann bergen wir das mal, das Schiff. Genau, drei Experimente, Crew Report. Der Schleim hat was gebracht. Und wir kriegen auch Wissenschaftspunkte, weil wir ein Schiff, was einen Flug überlebt hat, wieder geborgen haben. 24 Wissenschaftspunkte dazu. Jo, die Teile, man kriegt umso mehr von dem Geld für die wieder, je näher man am Startpunkt geschlagen ist, weil die Bergung einfacher ist. Und Bob hat einen Erfahrungspunkt gekriegt. So. Da haben wir Verträge geschafft. Geschwindigkeitsrekord, 150 Meter pro Sekunde erreicht. Okay. 300 Meter pro Sekunde haben wir auch überschritten. 2500 Meter. Entfernungsrekord 5000 Meter. Ah, die Daten. Gut, dann holen wir uns erstmal neue Verträge. Okay. Ah, solche Rekorde können wir noch aufstellen. Ach, da kann man es auch bequemer nachgucken im Archiv. Gut. Wir müssen wieder 70.000 Meter müssen wir schaffen. Und ein Orbit um Kerbin heißt der Planet. Okay, ich dachte, es wäre Kerbel, aber es ist Kerbin. Gut, da gab es vorher so viele andere Verträge in der Beta noch, aber das fand ich auch ein bisschen Mist. Da konnte man Teile, die man eigentlich noch nicht hatte, testen. Dafür durfte man sie auch verbauen, aber teilweise ganz bescheuerten Testbedingungen irgendwie. Ein Booster testen, wenn man auf dem Wasser treibt. Also hätte man seine Rakete erstmal ins Wasser schicken müssen und dann da die nächste Stufe zünden. Es ist habe ich nicht vermisst. So, jetzt haben wir Wissenschaftspunkte. Ja, oh, die kosten jeweils auch nur 5 Punkte. Können wir gleich was Komplexeres bauen. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir das Kommandomodul abtrennen können. Dann können wir natürlich alle möglichen Schweinereien unten hinbauen.
vergleichen. Reaction Wheel. Eigentlich hatte die Kapsel auch schon so ein System. Das war eben. Haben wir etwa Bugs gefunden? Naja. Okay, was kosten die? 18 Punkte. Könnten sogar was Fortgeschrittenes kaufen, aber es ist wahrscheinlich sinnvoller hier einfach. Der Science. Der SC9001 Science Junior für Experimente. Eine Antenne. Ja, aber hier das Triebwerk brauchen wir ja. Gut, es gibt ein ganz neues Design. Oh, das neue Cockpit hat eine viel höhere Crash-Toleranz. Hält aber weniger Temperatur aus. Hm. Und kostet deutlich mehr. Wisst, das Ding kostet mehr als unsere ganze erste Rakete zusammen. Bin ich nicht von überzeugt. Nee. Nee, nee. Gut, das kommt mal weg. Wir wollen noch ein bisschen steuern können. So, das hier, damit können wir alles, was drunter ist, abspringen. Und Hämmer. Mehr Schub, wir brauchen mehr Schub. Das sind aber nur Feststoffbooster. Ich will ja. Ah, da. Toll, wir können so kleine. Ah, viel hilft viel. Also drei Treibstofftanks, darunter eine Flüssigrakete. Jetzt gucken wir mal, was können wir denn hier mit dem neuen Booster namens Hammer machen. Das war einfach so unstabil. Ich glaube, das wäre. Vielleicht wäre es ja stabiler, wenn wir hier so ein bisschen mehr unten verteilt hätten. Mehr Booster. Blöd, dass das Zwischenstück hier so groß ist. Ich muss wahrscheinlich gleich ein bisschen auf Gewichtslimit gucken. Oh gut, der Preis ist noch völlig okay. Warum die Dinger hier falsch rum sich. Ah, so ist besser. Ach ne, sind nicht auf dem Gitter. Ja, das wollte ich. Dynamik können wir da leider nichts machen. Och, Versuch macht klug. Das müssen wir gucken. Ja, das ist die. Ist das Triebwerk noch von der Flüssigrakete oben?
das Abtrennen ist okay und die starten zusammen. Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich da Bob reinsetzen will. Ich habe gerade keinen anderen Wissenschaftler. Na, Moment, das ist die falsche Art zu benennen. Enterprise B, ja, das ist besser. Achso, sieht man, hier habe ich irgendwelche Limits überschritten. Oh nee, es ist ein bisschen zu schwer. 19,5 Tonnen von den erlaubten 18 Tonnen. Ja. Doof. Muss ich ein bisschen kleinere Brötchen backen. Ja, schön, hat sie nur 4 Booster. 16,4 Tonnen von 18 Tonnen Startgewicht, die erlaubt sind. Ja, okay. Auch da habe ich angeblich kein SAS. Bob, geht's hier noch gut? Okay, los geht's. 3, 2, 1. Boah. Läuft doch gut. Bisschen Rotation. Wir sehen die Atmosphäre. Wir sehen oben hier auch, wir sind noch im dichten Teil der Atmosphäre. Oh, und da sehen wir Geschwindigkeit. Oh, die sind schon ausgebrannt. Bisschen Geschwindigkeit voll. Oh. Ich hätte jetzt wirklich gerne was zum Stabilisieren. Ich weiß nicht, was für ein Teil ich bauen muss, um. Also ohne Stabilisatorsystem sehe ich das ein bisschen schwarz. Gut, Bob ist noch nicht komplett in Panik. Okay, aber wir steigen noch. Ah, da unten sehen wir noch die untere Stufe, Enterprise Debris, Enterprise Trümmer. Fallen ins Meer, das ist gut. Guck mal, den Schleim an, werden er rotiert. Ich weiß nicht, ob das... Nee, es hat keinen wissenschaftlichen Wert, das ist nichts Neues. Hätte ich es eher beim Start angucken sollen. Achso, ich... Dann vielleicht wird es stabiler, wenn ich was den unteren Teil abwerfe. Oh ja, fallen gleich schnell. Nee, jetzt. Ah ja. Das ist der Luftwiderstand von der Kommandokapsel wohl höher. Oh, war das zu früh? Nö, das Tempo geht doch. 50 Meter pro Sekunde nur noch. Oh, da ist wohl irgendwie... Crew Report! Hey, ich kann mein Haus von hier aus sehen, denke ich. Wunderbar. Gucken wir den Schleim nochmal an, wenn wir wieder unten angekommen sind. Jetzt wüsste ich natürlich gern, wie hoch der Boden ist. Das sieht ja schon ein bisschen über Meeresspiegelniveau aus. Gut, vorspulen.
Also man kann die Höhe dann eigentlich nur abschätzen, wenn man den Schatten der Kapsel unten sieht. 500 Meter geht der Fallschirm erst richtig auf. Ja, das wird locker reichen, okay. Ach, jetzt ist er schon bei 650 aufgegangen. Also haben sie es vielleicht geändert, dass er immer 500 Meter über der aktuellen Oberfläche sich öffnet. Das ist ja auch mal eine sinnvolle Verbesserung. Zeitraffer aufzuschlagen ist nie gut, und so eine Physik-Engine hat dann doch in Zeitraffer größere Fehler durch so numerische Ungenauigkeiten beim Rechnen. Schön. Gucken wir nochmal. Gucken wir uns den Schleim nochmal an, wie nach einer Landung sich so verhält. Du beobachtest den Schleim. Was auch nicht mehr geht, aussteigen. Oh, doch, das geht noch. Ich dachte, das geht jetzt nur für den Astronautenkomplex aus. Baut. Ja, genau, mit Space lässt man los. Ich glaube, er kann eine Fahne aufstellen oder einen EVA-Report suchen. Ich glaube nicht, dass der Raumanzug komplett notwendig war, um hier zu kommen, oder? Da hat er vielleicht recht. Ah, schade, ich sehe nicht mehr das Feature, dass man eine Fahne aufstellen kann. Das geht wahrscheinlich auch nur noch bei bedeutenden Zielen. Na gut, kann er mal wieder einsteigen. Muss er nicht zu Fuß nach Hause gehen. Und dann bergen wir das Ding. Ah, mein neuer Besatzungsbericht. Ich wollte es ja übersetzen. Besatzungsbericht, wenn wir über Kerbins Grasland hinweggeflogen sind. EVA ist halt das Aussteigen. Ein Spaziergangbericht von Grasland. Schleim beobachtet auf dem Grasland. Also, wenn man auf andere Landschaftstypen fliegt, kann man noch ein paar Wissenschaftspunkte mehr abstauben. Aber. Bob kriegt nichts mehr dazu. Wir haben ein paar neue Rekorde geknackt eben. Aha. Muss ich mir mal angucken, welche. Wahrscheinlich Geschwindigkeits- und Höhenrekord dazu. Das mit dem mangelnden Stabilisieren hat mich doch gerade ein bisschen irritiert. Grunddinge Sachen hat das Ding eigentlich auch. Gut, 24 Punkte, wir können noch was dazu nehmen. Kleine Flügel. Aerodynamische Nase. Das ist zum Überleben, okay. Hitzeschild. Ja, der ist ja momentan noch nicht das Problem, aber.
Eine Service Bay? Achso, da kann man Werkzeuge verstauen. Wenn ich das auch nicht rauskriege, dann will ich wenigstens die kleinen Flügel haben. So, und ich gönne mir das größere Pad, das kann nicht sein, dass das Ding eben schon die Grenze war. Autosaved Schiff. Achso, ich kann das gleiche Schiff einfach nochmal. Die merkt er sich. Oh, dann versuchen wir mal ein richtig schönes Schiff zum Abschluss zu bauen, auch from scratch. Wirklich? Der Fallschirm geht da nicht rauf. Weg damit. Überrascht, wie schnell das Ding leer war. Können wir uns den Schwerpunkt von dem man gerade hat, sich anzeigen lassen? Oder Schub haben wir noch gar nicht, okay. Haben Sie etwas. Das ist doch auch. Machen wir ein weniger als eben, dafür bräuchte ich da gleich einen Booster drin. Ja, genau, da zeigt er an, wo der, wie der Schub wirkt. Lass mich stabil. Sag. Ich fürchte, das werden Freunde von mir sehen, die Raumfahrtingenieurswissenschaft studieren. Bin ich natürlich angeschmiert als theoretischer Physiker, der. Ich sehe dann im Prinzip, wenn es schief geht, woran es wahrscheinlich gelegen hat. Thank you.
Hier sind interessante Dinge hier. Stufe drunter. Ja, ich sehe, ob der Entkoppler da notwendig ist. Die können sich auch wegspringen, aber ich glaube, das. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist oder ob es nur ein Trick ist, den hat Scott, den ich in einem Scott Mandeville gesehen habe, also ob das Spiel, das vom Spiel so vorgesehen ist, oder man damit im Grunde schummelt und ja, wenn es die Tendenz hat, auch mal schief zu gehen bei bemannter Raumfahrt. Weiter als die letzte. Das ist jetzt ein höheres Startgewicht. Dann gucken wir mal, dann haben wir die vier außen, die zuerst, dann schmeißen wir die runter, starten wir die unten in der Mitte. So sieht man es besser, genau. Dann schmeißen wir das ab, dann starten wir den nächsten Booster, schmeißen den. Flüssigrakete, können die abwerfen, dann wird falsch schon landen. Okay, ich wechsle den Piloten. Das will ich Bob nicht so antun. Jebediah ist jetzt sowieso auf einmal der Pilot. Ah, weil ich die Kommandobot ausgetauscht habe. Okay. Jebediah Kerman macht. Oder. Ah, Valentina. Will sie auch mal ausprobieren. Ach so geht das hier. Ja. Ach so, nehmen wir noch was Wissenschaftliches mit. Noch mehr Schleim. Okay, das ist der Schwerpunkt. Das verstehe ich noch. Center of Thrust, Schub Center, das verstehe ich. Da greift die Schubkraft an am Anfang. Center of Lift. Okay, das weiß ich jetzt nicht. Oh, jetzt funktioniert das SAS endlich zum Stabilisieren. Na dann sollte das Problem ja schon mal gelöst sein. Also das Autostabilisierung. Drei, zwei, eins. Oh. Ja, viel stabiler. Ah. Moment, das kann ich retten, glaube ich. Nee. Ach, das Triebwerk hat's mit zerlegt. Ah, sie freut sich da. Ein Feature, was vor wenigen Monaten eingeführt wurde, ist, dass man mit seinen Hydrofällen Teilen seiner Rakete auch die Gebäude des Raumfahrtzentrums zerstören kann.
kann hier. Genau. Man kann das rückgängig machen. Es ist auch ein bisschen viel Try and Error, Versuch und Irrtum dabei. Ich weiß überhaupt nicht, warum das gerade so weggekippt ist. Vielleicht hat es was mit dem Center of Lift zu tun, den ich nicht verstanden habe. Mehr niedliche kleine Flügelchen. Ich weiß nicht, ob sie besser fliegt, aber sie sieht besser aus. Nein, mehr als 30 Teile verbaut. Ah, das geht noch. Dann müssen wir hier auf die Aerodynamik verzichten. Wir haben Kontakt mit Valentina. Sehr gut. 3, 2, 1, go. Nein, sie kippt. Oh, schon wieder so spontan. Also ich habe die nächste Stufe manuell ausgelöst, weil ich hoffte, dass ich die untere loswerde, ich das stabilisiere. Ah, hier sehen wir nochmal die Angst. Lift off. Steht da ein Hinweis drin. Na, nach 9 Sekunden habe ich halt den drückt. Dann steht nur noch was mit was kollidiert ist als Folge. Ja gut, dann machen wir es ein bisschen weniger kompliziert. Dafür nehme ich jetzt meine Nasen wieder. Wahrscheinlich fliegt die nicht weiter als die Enterprise B. Stimmen die Stufen noch? Okay, Valentina, du hast jetzt ein robusteres, einfaches Raumschiff. Damit wird dir nichts mehr geschehen. 3, 2, 1. Nein, stopp! Oh Gott. Nase nach oben ziehen, Nase nach unten ziehen. Nach oben. Ah. Komm, du hast Flügel, du kannst das. Umdrehen, hoch, hoch. Ja, ab. Kerbal Space Program 1.0, verehrte Zuschauer. Ja, das sind noch kleinere Problemchen in meinem Raumschiffdesign. Das werden wir klären. Aber 1.0 jetzt verfügbar. Die Raumschiffe crashen immer noch so schön wie in der Beta. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch beim Spielen und tschüss.